Ja, Herr Landesrat, mit dem neuen Jahr scheint auch eine neue Erkenntnis gekommen zu sein. Ich habe im letzten Jahr eine Anfrage genau zur Anzahl der Betten beziehungsweise zum Grad der Belegung der Betten, sei es auf der Normalstation als wie auf der Intensivstation, hier nachgefragt, denn auch ich hätte mir zusammen mit anderen Parametern dann eben die Maßnahmen abgeleitet, damit man auch die Bevölkerung frühzeitig informieren kann. Damals haben Sie gesagt, nein, das ist nicht wirkungsvoll. Heute sagen Sie mir, dass Sie genau diese Berechnung machen anhand des Grades der Belegung in den Krankenhäusern. Aber gut, zur Aufklärung, und da haben wir da fängt das neue Jahr an, so wie das alte aufgehört hat, sei es im November. Und ich höre heraus, Herr Landesrat, dass es damals, es waren ja ruhig auch durchaus viele Stimmen, die im November gesagt haben, machen wir jetzt den totalen Lockdown in dieser für uns wirtschaftlich relativ toten Zeit, diese ein, zwei Wochen, wo man dann auf Biegen und Brechen Ausnahmenregelungen hineingemacht hat und sich dann mit den Sicherheitsprotokollen, wo man die verpflichtenden Antigentests hineingepackt hat, in meiner Ansicht nach keinen Gefallen getan hat. Jetzt, wie sieht es bei der Impfung aus? Die Impfungen starten und wir haben keine Information, keine Öffentlichkeitsarbeit. Ich darf daran erinnern, ihr habt im Herbst seitenweise in den Zeitungen diese Plakate publiziert, diese teilweise verstörenden, wo die Leute auf dem Boden gesessen sind, hoffnungslos und so weiter, ganze Seiten. Aber ihr seid nicht imstande, die Informationen bei der startenden Impfung, und wir wissen es, wie wichtig hier die Aufklärung ist. Und ich bin bei Ihnen, ich bin auch nicht für eine Impfpflicht. Ganz im Gegenteil, es muss freiwillig bleiben und darf auch nicht durchs Hintertürchen kommen bei den Sicherheitsprotokollen am Arbeitsplatz. Aber was ist die Alternative dazu? Die wichtige Aufklärung und Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist. Und das muss uns diese Freiheit wert sein. Und ich verstehe es einfach nicht, warum wir hier hinterherhinken. Jetzt haben wir den 11. Jänner, seit 31. wird geimpft. Normalerweise müsste ja dann schon zwei, drei Wochen davor die Aufklärung losgehen und die Leute auch informiert werden, warum. Jetzt auf einmal nach der großen medialen Kritik, und mich wundert es, denn es haben einige, nicht nur ich und nicht nur wir als Freiheitliche, sondern auch andere Kollegen der Opposition auch schon vor Weihnachten hier Pressemitteilungen in diese Richtung gemacht, die eigentlich recht versandet sind in der Medienlandschaft. Und jetzt auf einmal geht es aber natürlich viel zu spät. Und wenn wir hier Vergleiche ziehen zu Nordtirol, die bis zum 21., die eben die 80-Jährigen impfen möchten, die eine Aufklärungsarbeit machen mit den Ärzten vor Ort, mit den Hausärzten und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die möchten jetzt die Zahlen in Erfahrung bringen bis zum 21. Jänner und dann starten. Das heißt, die tun drei, vier Wochen nur informieren und aufklären. Und ich glaube, das ist das Notwendige, anstatt loszulegen und dann hinten auch zu verbessern. Und das ist eines der größten Probleme. Und ich möchte hier wirklich die konkrete Frage stellen, diese Impfstrategie des Landes, die hören wir heute jetzt zum ersten Mal von Ihnen. Wann wird die auch kommuniziert? Und wie schaut es aus bei jenen Betrieben, die bereits in ihre Sicherheitsprotokolle die Impfung verpflichtend hineingepackt haben? Auf welche rechtliche Grundlage stützen sich diese Dinge? Danke.